wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Indexanalyse nach der Perlentauchermethode mit dem Margina Trader und natürlich mit Carsten Berger. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder dabei ist und für uns die Zeit gefunden hat. Natürlich freue ich mich auch sehr, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr gut, dann übertrage ich jetzt den Bildschirm. Wir hören schon im Hintergrund, Carsten ist voller Tatendrang und bin mal gespannt, was er uns heute mitgebracht hat und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ah, super. Kriegst du das Mikrofon irgendwie geklemmt. Okay, Nelson, vielen lieben Dank für deine nette Ankündigung. Ich glaube, es waren zwei Webinare, die ausgefallen sind. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war es das letzte. Und ich kann euch nur sagen, ich freue mich, dass ich heute wieder in der Lage bin, mit einigermaßen normaler Stimme wieder zu euch sprechen zu können. Denn ich war investiert in Corona quasi long und bin noch ein bisschen drin in dem Trade, nicht so positiv, aber die Nachwehen sind halt immer noch da. Trotz dreifacher Impfung gar nicht so leicht zu nehmen manchmal so ein Ding. Aber wir sind ja immer positiv, von daher freue ich mich, wie gesagt, dass ich heute wieder mit dabei bin. Und ich kann euch sagen, dass ihr etwas Neues mitbekommen werdet, was ihr vorher vielleicht nicht gesehen habt. Und von daher schalte ich mal die PowerPoint groß gleich, wenn ich den anderen Bildschirm mal ausgewählt habe, und zwar den richtigen. Wo ist er? Da ist er, der mittlere. Und dann kommt die PowerPoint mit dazu gleich. So. So, der eine oder andere wird gemerkt haben, das sieht ein bisschen anders aus als sonst. Also das Logo ist anders, das Layout ist anders. Es ist auch was anderes. Es ist was Neues, was hinzugekommen. Und ich werde es ein bisschen andeuten, weil es ist noch in der Entstehung. Wir sind schon sehr, sehr weit. Aber das ist sehr spannend, wie ich auch finde. Und ich staune eigentlich, was technisch heutzutage alles so möglich ist. Nichtsdestotrotz machen wir heute Perlentaucherstrategie, meine Strategie, Outperformer Trading. Im Endeffekt seht ihr jetzt schon hier im Layout, in der Einleitungsmaske, das, was ich sonst noch immer erklärt habe. Und zwar, wie ich im Endeffekt vorgehe, das ist ersichtlich aufgrund der Skizze dort, wie so ein Echolot. Ne? Man fängt an mit dem Marktklima, damit beschäftigen wir uns heute. Das heißt, wir gucken auf die Indizes, wir müssen ein Gefühl dafür bekommen, wie wir agieren. Und dazu sind die Indizes und die Rohstoffe immer sehr, sehr gut, um einen Eindruck von den Märkten zu bekommen und überhaupt zu wissen, muss ich handeln, darf ich handeln, will ich handeln? Kann ich dieses Risiko der Volatilität zum Beispiel tragen, wenn das in den Märkten vorliegt? Und das kann ich am besten, wenn ich mir Indexcharts anschaue. Und erst dann kann ich mich darüber, sage ich mal, weiter sinnieren, ob ich einen Index direkt handle oder ob ich einen Sektor nehme oder ob ich den Sektor aussuche und dann eine Aktie finde und dann natürlich die Perle unten versuche zu finden. Aber zuallererst immer das Marktklima betrachten und die Indizes. Und das will ich euch heute wieder mitgeben. Risikohinweis hat der Nelson schon gemacht, deswegen nur ganz kurz hier mit eingeblendet. Meine Person, ich glaube, es sind ein oder zwei andere dabei, die ich noch nicht gelesen habe. Deswegen freue ich mich, dass ihr dabei seid. Ich mache das ganze Geschäft schon, weil ich ja schon 54 bin, seit 1987. Also ich habe eigentlich schon so mit 17 angefangen, mich für das Thema Finanzen zu interessieren und autodidaktisch mit Zeitschriften und Büchern fortgebildet. 94 habe ich dann angefangen, Aktien zu handeln. Bei der ersten, ich glaube, was da damals die Diraba Bank, die das einigermaßen abwickeln konnte. 2013 kam der Agina Trader hinzu, den ihr natürlich auch gleich sehen werdet. Ich wurde ein Coach für den Agina Trader. 2015 Trading Coach, meine Strategie, sage ich mal, weitergeben, aber auch anderen dabei helfen, in ihrer Strategie erfolgreich zu sein. 2019 gab es dann das Perlentaucher Strategie-Add-on für den Agina Trader, 2020 dann die Ausbildungsgruppe und 2022, quasi in diesem Jahr, starten wir ein neues All-in-One-Konzept mit der Perlentaucher-Strategie. Kann ich euch sagen, wo ihr sowas nachlesen könnt, was das wird? Ich glaube, das ist ganz interessant.
Vom Beruf her bin ich Diplom-Verwaltungswirt, das heißt nichts anderes, ich war 29 Jahre bei der Berliner Polizei tätig, zum Schluss bei einer Spezialeinheit. Wohne 10 Kilometer südlich von Berlin in Rangsdorf, 12.000 Einwohner jetzt ungefähr, so viel zu mir. Okay, Agenda ist eigentlich relativ einfach, Perlentaucherstrategie, und natürlich schauen wir uns die Märkte an und am Schluss, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, könnt ihr auch die ein oder andere Aktie mal reinwerfen. Und ich schaue auf, genau auf die Punkte, die für mich beim Einstieg in eine Aktie so wichtig sind. Das ist ganz spannend. Die Fragen, oder was ihr sagt, die Aktien könnt ihr jetzt auch schon in die Fragen reinschreiben. Ihr könnt ja hier Fragen reinschreiben, einfach den Wert reinschreiben, am besten in Form eines Kürzels. Dann funktioniert das ganz gut. Kurz umrissen, wie die Strategie ist. Die meisten kennen es, sie können sich noch einen Tee holen. Die anderen, die es nicht kennen, das dauert jetzt hier so 5 Minuten. Mit dem Index fangen wir an. Ja, habe ich schon an einer Einleitung gesagt. Der Index ist wichtig, um im Endeffekt zu wissen, wo kann ich long gehen, wo kann ich short gehen und wie hoch ist die Schwankungsbreite, Volatilität in den einzelnen Märkten. Also wo ist der lukrative Markt für meine Strategie? Ich muss mich ja immer fragen, ist der Zeitpunkt der richtige und ist der Markt der richtige für die richtige Strategie? Ja. Und das ist wichtig. Deswegen wähle ich dann im Endeffekt, wenn ich einen gefunden habe, einen Markt aus, habe dann das richtige Timing und kann dann auch natürlich mein Depotrisiko bestimmen anhand der Schwankungsbreite und wie viele Positionen ich denn offen habe, wie viel darf ich neu aufmachen und so weiter. Das ist ein großes Thema, was ja alles mit zum Trading dazugehört. Habe ich den Index gefunden, sagen wir mal Nasdaq Amerika, dann werde ich natürlich auch die Branchen aus Amerika suchen. Es nützt ja nichts, wenn ich Amerika als Markt sage, das ist der Markt, den ich long handeln will und versuche mich dann irgendwie in den Branchen in Europa. Das wäre jetzt kontraproduktiv. Nehme dann die amerikanischen Branchen, schaue sie mir an. Welche sind die, die outperformen, die besser performen als zum Beispiel eine Benchmark? Und dann kommt die Frage des Timing dazu. Wann soll ich da einsteigen? Ja, steige ich da ein, wenn der Markt schon 10 Tage gestiegen ist? Oder warte ich lieber, bis der Markt ein paar Tage zurückkommt? Ganz wichtig. Und wenn ich die Branche gefunden habe, die diese Bedingungen erfüllt, dann mache ich das Gleiche mit den Aktien, die dazugehörig sind. Also welche Aktien gehören in die Branche und welche sind dort die Outperformer? Es gibt Firmen, die laufen sehr gut in der Branche, ich kann aber auch, sage ich mal, daneben greifen. Und dann habe ich halt in einer Superbranche ein Unternehmen, was im Endeffekt vielleicht fundamental nicht so gut ist oder was zum Beispiel charttechnisch gerade angeschlagen ist oder schon viel zu viele Tage gestiegen ist, wo jetzt eine Korrektur ansteht. Also muss ich dort immer schauen, wo komme ich hinein in eine Aktie, die gerade von anderen auch gekauft wird. Ja? Und ist die noch nicht reif und ich sage, das passt mit der Aktie, packe ich sie mir in die Watchlist. So das System. Und wir beschäftigen uns heute überwiegend mit dem Teil der Indizes und am Schluss könnt ihr mir eure Aktien mal zeigen und dann schauen wir mal, wie die aus der Perlentaucherbrille in Sicht, sagen wir mal, funktionieren bei euch. Wer möchte, kann gerne auf meiner Homepage schauen, tradercoach.de, die ist relativ neu aufgesetzt, die ist heute, glaube ich, 90% fertig geworden. Sehr, sehr viel Inhalt. Wer mich direkt ansprechen will, cb@tradercoach.de, schreibt mir einfach eine E-Mail, schreibt auch immer gerne zurück. Das ist ja schön. Und jetzt gehen wir gleich in den Arjuna Trader und schauen uns das mal an, wie das im Arjuna Trader aussieht. Zuvor noch ganz kurz, wer die Perlentaucherstrategie etwas näher verstehen will, das ist meine Homepage, der kann hier auf Perlentaucherstrategie klicken und der bekommt hier wirklich eine super Darstellung, würde ich sagen, von dem, was hier eigentlich reingehört. Ja. Hier ist auch noch ein Video bei, letztendlich auch bei FX Flat. Einblick nochmal, das auch anschauen. Das ist im Endeffekt die Einführung dazu. Man kann aber alles nochmal nachlesen mit den Charts, wie das funktioniert, wie ich das sehe. Und dann wird man das in der Tiefe auch sehr gut verstehen. Also da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Okay, genug geredet. Denkt an eure Aktien, die ihr mal in der Perlentaucher-Sicht sehen wollt, die in die Fragen reinzuschreiben. So. Arjuna Trader sieht ja bei jedem anders aus, bei mir sieht der so aus. Und was für mich wichtig ist, wie gesagt, ist das Marktklima. Einer sagt dazu Marktmodell oder Indexanalyse, das findet hier statt. Und das sind die Werte, die ich da drin habe. Das sind jetzt hier wirklich keine
großartigen Werte, die jetzt da euch irgendwie überraschen werden. Das ist Öl, das ist ein Welt-ETF, das dient so als Benchmark. Dann habe ich die deutschen Tech-DAX, dann habe ich einen Silber-ETF drin, ein S-DAX, S&P 500, Russell, zwei verschiedene Arten, Nasdaq, M-DAX, Gold, Eurostox, Dow, DAX Future, normalen DAX-Kasse, C-DAX, also alles. Und dann habe ich nochmal den Future-Öl drin und den SPY, den ETF 500. Davon werden wir uns die angucken, die im Moment gerade interessant sind. Und was ich da immer zuerst tue, ist bei mir das hier sortieren. Das ist die Trenddynamik. Die zeigt bei mir an, wo gerade die Musik gespielt wird. Man muss es so begreifen. Ist die Zahl oben sehr hoch, dann sind es die Werte, die eher long sind. Ist die Zahl unter der 1, also niedrig, dann sind das eher die Short-Werte. Wir sehen jetzt hier im CDAX zum Beispiel, der ist ja eher nach unten gerichtet. Ich kann also relativ schnell erfassen, in welcher Phase so ein Markt ist, bevor ich diesen Chart sehe. Also wenn ich jetzt hier drauf klicke auf Brent oder auf MDAX, dann sehe ich, okay, der ist in derselben Phase, obwohl ich nur eine Zahl sehe. Das macht es für mich relativ schnell und einfach. Das heißt, einen Eindruck zu gewinnen von den Märkten anhand dieser Kennzahl. So, dann habe ich noch zwei Dinge drin. Auf der linken Seite hier von dem Scanner, alles was grün leuchtet, sind Long-Signale und alles was rot leuchtet, auf der rechten Seite sind Short-Signale. Nun muss man sich das so vorstellen, mach das mal ein bisschen größer, dass man alleine schon an der Anzahl der grünen Lampen, die da aufblinken, schon einen Eindruck davon bekommt, was hier eigentlich so vorherrscht. Ja? Und welche Märkte eher long und eher short sind und wie der Gesamtmarkt im Endeffekt aufgestellt ist. Denn es gab Zeiten, ihr werdet euch sicherlich auch erinnern, da war der Markt am Anfang auf der linken Seite fast völlig grün. Das heißt, es ging eigentlich nur in eine Richtung. Das hat sich natürlich mittlerweile ganz schön geändert. Und ich muss, wenn ich Long Trades eingehe, auch wissen, wo ich das im Endeffekt mache. Und man sieht das hier recht gut, ne? Wenn ich das hier nochmal sortiere, so. Dann sehe ich, was oben ist, das ist Öl. Das ist schon eine ganze Weile oben. Das sehen wir hier, Öl tendiert nach oben und wir schauen uns das mal genauer an. Ich mache das hier mal wieder ein bisschen kleiner, damit der Chart größer wird. Was ist hier im Chart interessant? Könnt ihr auch auf der Homepage nachlesen, da ist es auch detaillierter erklärt. Und zwar, na klar, es ist hier keine Markttechnik, das sage ich vorweg. Was mich immer interessiert bei einem Trade, im Vorfeld, Entschuldigung, ist im Endeffekt, dass Dynamik stattgefunden hat. Ne? Also ich will so etwas sehen, dass ein Kurs in eine Richtung zieht und das dynamisch. Das ist so eine Grundvoraussetzung. So, nun kann ich natürlich, wenn ich in kleineren Zeiteinheiten bin, das auch handeln. Das ist schön. Ich habe aber gar nicht die Zeit und die Lust, jeden Tag am Rechner zu sitzen, den ganzen Tag und das auszunutzen, sondern ich handle ja auf Tagesbasis, also im Tageschart. Ich sehe den Tageschart und ich handle den Tageschart. Ich muss da keine anderen Zeiteinheiten, wenn ich das brauche ich nicht, kann ich mir anschauen, aber letztendlich ist der Tageschart da, wo die Musik gespielt wird und da, wo die hohe Wertigkeit im Endeffekt liegt. So, und nach so einer Dynamik, unabhängig, ob ein Trend besteht oder nicht, kommt ja ein Rückgang. Ja, das ist ja auch einfach. So, und nach diesem Rückgang gibt es eine Phase, da fängt der Markt wieder an zu laufen. Also relativ einfach, dieses Hoch und Runter. Ohne ein 1, 2, 3 zu bilden oder ich auf einen Trend warten muss hier unten oder sonst wie. Die Phase hier interessiert mich ja. Und da muss ich halt gucken, ist diese Phase hier eine Möglichkeit, besteht hier eine Möglichkeit reinzukommen. Also ein Kriterium. So, das war ja schon, das ist ja vergangen. Jetzt müssen wir ja hier auf der Seite gucken, was wir machen. So, und was ist hier interessant? Was bietet uns der Chart hier an? Und wo gibt es zum Beispiel Unterstützungslevels? Einen guten Hinweis, in jedem Chart ist das Volumen. Das kriegt ihr ja überall, egal ob jetzt hier im Margina Trader oder in einer Trading-Plattform von FX Flat, gar kein Thema, hat man eigentlich überall. Und dann sieht man, dass man hier zwei herausragende Kerzen hat, die auch über dem durchschnittlichen Volumen, wo hier unten die blaue Linie liegt, auch relativ hoch sind im Vergleich zu den anderen. Das sieht man ja mit einem Blick so. Und die sind orange gekennzeichnet, diese Kerzen, die über dem Durchschnitt sind. Nun ist es interessant, wo das stattfindet, also wo das erhöhte Volumen stattfindet. Es gibt ja viele, die sagen hier Volumentrading, ganz diffizil, ist für einen Intraday-Handel, finde ich das ja top. Für einen End-of-Day-Handel brauche ich das nicht in der Gänze. Mir reicht im Endeffekt wirklich das Volumen in der Kerze, wo ich weiß, wie verhält der Markt sich ungefähr in dieser Zone. So. Nun haben wir hier ein erhöhtes Volumen.
Und zwar ziemlich erhöhtes Volumen, und zwar in dieser Kerze. Und dann ist interessant, das Tief dieser Kerze, wenn danach zum Beispiel noch eine kleine Korrektur in die andere Richtung kam, das haben wir ja, es lief in die andere Richtung, also könnte diese Marke interessant sein, der Kurs quasi hier reagieren. Hat er auch, es war runtergegangen, wieder nach oben geschlossen, dann gab es hier ein ganz, ganz kleines Gap, ein Abwärtsgap nach unten, dann wieder ein erhöhtes Volumen und dann eine Negativkerze und dann gab es ein Gap nach oben. So, und das ist jetzt für die Phase jetzt entscheidend und die auch wichtig gewesen ist und immer noch wichtig ist. Wir sehen ja hier einen Aufwärtsgap, ja, diese Kurslücke zwischen dem beiden Hochs und Tief. Ja, das ist für mich die Definition eines Gaps und das könnte ein Unterstützungslevel sein. Nur anhand dieses Volumens und anhand dieses Gaps, was hier stattgefunden hat. So kann ich das beziffern. Das kommt zusammen. Ich habe hier ein erhöhtes Volumen am Tief und noch einen Aufwärtsgap. Das könnte Support bieten. Und man sieht, wie der Kurs hier. Hier haben wir auch einen Aufwärtsgap, wurde überschritten, kam nach unten und hier reagiert der Kurs wieder. Warum reagiert er da? Weil das Volumen hier unten in dem Bereich höher ist als da oben. Denn hier, als das Gap stattgefunden hat, sind die Kurse unter dem Durchschnitt. Also es wird nicht so relevant betrachtet oder beachtet von den Teilnehmern. So, jetzt haben wir den Anlauf gehabt. Der kam auch nicht hier drüber, weil hier der Widerstand ist. Warum ist der Kurs hier zurückgegangen? Weil wir natürlich auch hier am Hoch ein extrem hohes Volumen hatten. Und dann, je näher wir da hinkommen und an diesen Wochenwiderstand dann auch zu scheitern drohen, desto schwieriger wird es auch, dass der Markt durchkommt. Ich weiß es nicht, ob der Markt durchgeht vorher, aber ich weiß, dass da etwas passieren kann. Und da muss ich halt wissen, wie ich darauf reagiere. Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch das anschaut. Ihr müsst das Volumen haben in einem Chart. Ein Chart ohne Volumen ist was für Blinde, weil ihr müsst wissen, was passiert denn hier oben? Also wenn hier oben hohes Volumen ist, dann haben da viele im Endeffekt in der Phase gekauft und andere haben gesagt, ich verkaufe. Und danach ist der Markt gefallen. Das ist ja recht wahrscheinlich, dass das hier oben wieder passiert. Das bedeutet, wenn ich hier in einem Trade bin und habe aus markttechnischen Sinn oder aus meiner Strategieansicht hier angefangen, Long Trade aufzubauen, dann muss ich doch wissen, was mache ich mit meiner Position? Habe ich hier einen Stop, den ich nachziehen muss? Will ich überhaupt ausgestoppt werden, weil der Rückschlag, die Rückschlaggefahr extrem groß ist? Oder verkaufe ich einen Teil und sage, naja, einen Teil nehme ich mit, ich weiß nicht, ob es durchgeht, ich ziehe einen Stop an, verkaufe hier die Hälfte und warte ab. Dann wird man hier ausgestoppt, dann hat man die Hälfte gut verkauft, die andere etwas schlechter und dann ist der Trade vorbei. Jetzt an der rechten Seite haben wir im Endeffekt das gleiche Spiel gesehen. Der Kurs kam wieder zurück, hat reagiert, hat hier nicht den vollen Erfolg gebracht, wenn man hier eingestiegen ist, kam wieder zurück, hat hier einen Umkehrstab signalisiert, genau auf der Zone von diesem Gap und da, wo das höhere Volumen ist, da, wo der Strich hier ist im Endeffekt, hat er reagiert. Ein tolles Signal. Ich hätte mich dort einstoppen lassen, den Stop etwas weiter runter, hier an dieses hohe Volumen gelegt und abgewartet. So, dass das hier so aufgeht, weiß ich nicht. Jetzt sind wir 3 Tage weiter. Was seht ihr? Ihr seht schon wieder einen Aufwärtsgap. Ist ja bei diesen ETFs ja auch nicht verwunderlich, weil die ja nicht so lange gehandelt werden wie ein Future. Dieser Uso ist kein griechischer Schnaps, sondern ein ETF, ein kleiner Fonds, sage ich mal, größerer Fonds. Und der wird natürlich nur zu den Handelszeiten, zu den Börsenzeiten gehandelt. So, jetzt haben wir aber ein Folgendes. Wir haben wieder ein Gap, noch ein Gap, hohes Volumen. So, und das halt Interessante ist ja, hier über diesen Markt einzusteigen, hätte Potenzial. Hier ist es etwas geringer. Wo kann ich erwarten, wenn ich hier drüber einsteige, was ja so eine Umkehrkerze ist und die Kerze tickt ja noch heute, deshalb ist hier kein Bollinger Band weitergezogen. Der Markt ist ja von heute im Endeffekt live. Das heißt, wenn ich hier drüber am nächsten Tag, ich steige immer erst ein, wenn der Markt geschlossen ist. Also die Kerze hat für mich keine Wertigkeit, die hätte es gehabt. Da muss ich wissen, wohin kann der Markt laufen? Das wisst ihr selbst. Der Markt kann bis hier hochlaufen und dann kann es hier wieder oben dünner werden. Das heißt, das ist im Endeffekt, wenn ich am nächsten Tag reingehe und es bleibt so, wenn ich hier über den Hoch reingehe, mein Teilverkauf oder mein Gesamtverkauf, wo ich eventuell aufgehe und mein Risiko, wo ich im Endeffekt abgesichert bin, sind hier die Gaps, die mich ein bisschen unterstützen. Wer es etwas ruhiger will, würde dann im Endeffekt darunter den Stop legen. Wer etwas eher dran sein möchte, eine höhere Positionsgröße haben, würde das dort machen. Nun müsst ihr wissen, dass ich, wenn ich einen ETF analysiere, Öl in dem Fall, könnte man natürlich auch diesen ETF kaufen. Sinn und Zweck ist es aber, wenn ihr aufgepasst habt am Anfang, dass ich natürlich mir dann die Branche nochmal genauer anschaue, die Ölbranche, und mir dann eine Aktie raussuche.
weil die Performance der Aktie wesentlich höher ist als die des ETFs. Wenn der ETF jetzt hier 2, 3% macht, macht so eine Ölaktie vielleicht 7, 8, 9, 10, vielleicht sogar mehr Prozent. Deshalb ist das so interessant. Wofür ich euch sensibilisieren möchte, ist im Endeffekt einfach, dass ihr vorher euch die Märkte anschaut, den Marktversuch zu treffen, der im Moment gerade gespielt wird, und das ist Öl, und den versuchen zu handeln und die anderen schlechten Märkte auszublenden. Das ist im Endeffekt das, was ich zur Einleitung gesagt habe. Die Strategie muss zur Zeit und zum richtigen Markt passen. Im Endeffekt habe ich eine Long-Strategie, ich sage Trend-Long-Strategie, obwohl es nicht markttechnisch orientiert ist, wo ich aus der Korrektur kaufe. Also ich habe eine Counter-Trend-Strategie, wo ich halt heiß gelaufene Märkte kaufe, die zum Beispiel so wie hier extrem und starken Volumenanstieg an so einen Widerstand laufen und dann hier drehen. Dann bin ich auch bereit, mit sehr engen Stop sowas auf Tagesbasis Short zu handeln. Na, also beide Strategien, da muss man halt wissen, man kann ja nicht in einen Aufwärtstrend, wenn ich hier anfange, eine Counter-Trend-Strategie zu fahren, dann wird es recht schwierig, hier Gewinne zu realisieren. Deswegen brauche ich spezielle Situationen und die kann ich auch mit dem Margina-Trader zum Beispiel herausfiltern. Ne? Also Öl habe ich euch gezeigt, das Potenzial ist da bis dahin. Kann man machen, wenn man möchte, und den Ölaktien dann weitersuchen. Dicht gefolgt dahinter, nochmal wieder hier ein bisschen größer. Oh, jetzt war es kleiner. Muss ich ein bisschen schieben. So. Silber. Silber war ein absoluter Klassiker. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage das her war, dass ich das letzte Webinar hatte. Wir sehen auch hier, jetzt mache ich mal wieder ein bisschen kleiner, also ein bisschen größer den Chart, aber den Screener kleiner, wie wir mit starken Volumen hier oben hochgezogen sind. Ich glaube, das Russlandkrieg oder so. Ne? Die Rohstoffe stark angestiegen, wir haben Schwankungen und Volatilität in den Rohstoffen. Schaut euch die Kerzen an. Wahnsinn, so eine Kerze und dann schaut euch Kerzen an, wie hier, das ist so ein normaler Tag, da habt ihr das fünf oder sechs oder siebenfache an Volatilität. Und auch das müsst ihr sofort erfassen, das könnt ihr auch sofort erfassen, indem ihr seht, na, wie groß ist denn die Schwankungsbreite einer Kerze. Dann wisst ihr, was an den nächsten Tagen, in den nächsten Tagen an euch, auf euch zukommen kann. Und wenn ich so eine Kerze hier zum Beispiel habe und würde hier drüber einsteigen und long gehen, dann müsste ich hier unten sinnvollerweise auf Tag den Stop setzen. Das ist schwierig. Ich müsste dann meine Strategie quasi in die Stunde runterbrechen oder 10 Minuten. Mache ich nicht. Ich handle auf Tag. Könnte man aber machen. Ist aber zeitintensiver. Und deshalb bleibe ich dabei. Ihr müsst schauen, wie ist die Volatilität? Das heißt, wie groß sind die Kerzen? Was macht das Bollinger Band? Ist das ganz weit auseinander wie hier? Dann zeigt das hohe Volatilität an oder ist es eng beisammen? Dann wird die Schwankungsbreite kleiner. Was kann man da auch rausnehmen für eine Information, wenn Schwankungsbreite kleiner wird? Steigende Kurse mögen es ganz, ganz besonders, wenn sie eine niedrige Volatilität haben. Das trifft in sehr, sehr, sehr vielen Fällen zu. Und wenn die Volatilität zunimmt, dann sind meistens fallende Kurse damit einhergehend. Also von daher schaut euch das immer an. Was haben wir hier vorliegen? Kurzer Blick würde mir sagen, ich brauche jetzt in Silber nichts mehr machen. Also wer jetzt nicht drin ist, der kauft einfach teuer. Warum? Weil der Markt schon 1, 2, 3, 4 und heute den fünften Tag wahrscheinlich im steigenden Modus ist. Also immer höhere Kurse produziert hat als am Vortag. Das wäre mir zu weit weg. Ich mache das, wenn das ein, zwei Tage passiert, so wie hier, mal so ein Umkehrstab, so ein Doji hier, dann so ein und da noch und dann ist aber auch Feierabend, weil ich muss gucken, welches Potenzial erwartet mich. Macht eine Potenzialabschätzung. Und wenn das Silber hier irgendwann anfängt zu stocken im Silberchart, dann wird natürlich auch eine Silbermine darunter wahrscheinlich reagieren, außer sie hat eine super neue Unternehmensmeldung. Heißt, das ist hier schon zu stark gestiegen. Und was sehe ich aber, habe ich ja am Anfang gesagt, dynamische Bewegung. Das ist doch mal dynamisch, ja, oder? In eine Richtung, die dynamische Bewegung. So, auf was warten wir jetzt? Ein Ausbruch war das, über diesen Wochenwiderstand. Und hier diese bittere Umkehrkerze, die schon signalisiert hat, ich bin kein Ausbruchshändler. Da wird man meistens abgefrühstückt. Ich warte auf den Rücklauf. Jetzt sind wir drüber, das ist schon mal super. Und wohin könnte der nächste Rücklauf gehen? Also ich will ja einen Rücklauf haben. Wie weit der geht, weiß ich nicht. Aber wo könnte der stoppen und wo wäre es sinnvoll, denn einen Einstieg zu finden? Wo das Volumen irgendwo hoch ist? Schauen wir mal nach links. Die orangen Kerzen geben uns ja einen Hinweis. Da oben sind wir ja weit weg. Ja, das ist ja Käse. So,
Das heißt, schauen wir weiter nach links. Die Kerze ist die von seinem Niveau. Ja, ist auch schon okay, das Volumen. Die hat aber viel Volumen. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Das Hoch dieser Kerze bildet auch gleichzeitig einen Rückgang, weil der Kurs ja am nächsten Tag gefallen ist. Und das Tief dieser Kerze bildet ebenfalls eine Umkehr, weil der Kurs am nächsten Tag wieder dann gestiegen ist. Von daher sind die beiden Marken wichtig. So, die erste Marke, die interessant sind, seht ihr hier schon, kommt der Kurs auf dieser blauen Linie irgendwie mit einem Umkehrstab in die Long-Richtung, und bleibt da irgendwie stehen. Das ist natürlich keine Punktlandung, sondern ich rede hier von Bereichen. Dann kann ich hier mit dem Umkehrstab, ich habe die falsche Linie genommen, Entschuldigung, mit dem Umkehrstab im Endeffekt darauf vertrauen, dass ich dann darüber den Einstieg wähle und dann den Long-Bereich handel und natürlich hier oben wieder vorsichtig sein muss bei dem hohen Volumen. Hier kann der Kurs reagieren. Ob er drüber geht, weiß ich nicht, aber ich schmeiße einen Teil meiner Position dann gerne raus. Heißt, Silberaktien sind im Moment nicht interessant für mich für ein Screening. Ich würde mich nicht hinsetzen und Silberaktien screenen, weil die einfach zu teuer sind jetzt. Also würde ich natürlich noch mehr genießen, wenn die Korrektur wieder hier runterkommt und wir dann hier in dem Bereich des hohen Volumens sind und hier vielleicht einen Umkehrstab machen. Ja? Für einen Short-Verkauf ist er noch nicht heiß genug und das Volumen ist auch nicht groß genug hier oben, wenn er ausverkauft wird. In dieser Situation sieht man sowas eher. Von daher heißt es hier Finger weg. Ich kann das relativ schnell sehen. Das heißt, im Tag brauche ich da nicht viel Zeit für. Ich sehe, ups, hier war eine 5 Tage Bewegung, da muss ich nicht das anzeigen. Und das Coole ist, mein Screener zum Beispiel zeigt mir an, wie viele Tage eine Aktie korrigiert hat. Also ich nehme dann die Aktie, die am meisten korrigiert hat und die das meiste Potenzial für den Trade hat. Das ist eigentlich relativ einfach. Man muss es natürlich visuell machen, wenn man jetzt, sage ich mal, keine Programmierung hat. Ich habe mir das programmieren lassen von einem sehr, sehr tollen Programmierer. So, Gold auf Platz 2, auch mega, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, den Chart. Gleiche Situation aktuell. Hier sind noch die Zeichnungen drin, wie weit es gehen könnte. Man sieht hier oben, okay, da sollte man aufpassen, ist genau rangepiekst und kam gar nicht mehr drunter. Wir haben Gold 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage, wo der Kurs steigt. Das ist das Gleiche, ne? Ihr würdet da jetzt nicht mehr drauf springen. Auch wenn der Kurs jetzt hier noch 10 Tage steigt. Das wisst ihr ja vorher nicht. Ja? Und das wird natürlich schmerzlich, wenn er sagt, ihr habt den Einstieg hier verpasst, aber ich kann euch beruhigen, in jeder Art und Weise gibt es irgendwo wieder einen Einstieg. Wo war der Einstieg sinnvollerweise? Natürlich hier unten. Ja? Da ist dieses Gap. Das kann ich auch weiterziehen. Damals war das Webinar da. Da habe ich gesagt, wenn es hier runterkommt, dann ist es hier eine Möglichkeit, eventuell einzusteigen. Es hat sich weiterhin bewahrheitet, dieses Gap, dass hier diese Kurse nicht in das Gap hineingehen oder da mindestens reagieren. Dann könnte man eine gute kleine Möglichkeit finden. Hier gibt es keinen positiven Umkehrstab. Ich hätte keine Position aufnehmen können. Jetzt ist es mir zu teuer. Was mache ich jetzt? Warten. Gold ist immer noch interessant. Hat den Ausbruch gemacht. Läuft es noch höher? Bis hier? Kommt es hier wieder zurück? Werde ich hier einen Einstieg suchen? Fällt es wieder runter? Suche ich hier einen Einstieg. Also abwarten und Tee trinken. Ist auf jeden Fall ein Longmarkt noch, ne? So, was haben wir denn nochmal? Ich habe schon gesehen, danke Lorenzo für die Bechtle-Aktie. Die mag ich auch. Ist ja Internet-Service und so weiter. Wieso kriege ich jetzt hier meine Leiste nicht mehr groß? Mein Bug der Software. Aber ich kann hier an der Seite klicken, das reicht auch. Was haben wir hier? Den ETF für die Welt. Meine Benchmark. Daran kann ich immer sehen, wie tickt denn die Welt. Ja. Hier sind noch Zeichnungen drin von den Volumenbereichen, die interessant sind. Man sieht, das ist ein ETF, der wird weniger gehandelt, aber umso bezeichnender sind die großen Ausschläge. Ja. Die Gesamtverfassung ist so, dass wir hier, ihr erkennt es auch, eine dynamische Bewegung nach oben hatten. Und dann warte ich, bis eine Korrektur kommt. Die kam hier gar nicht. Auch hier war keine Veranlassung, irgendetwas zu handeln, weil es ist keine Korrektur, weil wir haben ja neue Hochs. Hier fängt sie jetzt an und wir haben heute einen Umkehrstab gehabt. Und hier erhöhtes Volumen, das ist jetzt nicht so mega hoch, wenn ich das vergleiche, aber es ist schon höher als der Durchschnitt. Bedeutet, läuft der Kurs hier drüber, dann würde ich jetzt mal auf eine positive Marktstimmung setzen. Vorbei ist das Ganze, wenn er hier drunter geht, geht er hier drüber. Dann habe ich Potenzial bis hier. Was er da drüber macht, weiß ich nicht. Spätestens da oben wird es enger. Heißt im Endeffekt, das Marktklima, die Benchmark zeigt eigentlich,
Moment kurzfristig positive Signale. Man muss das immer relativieren. Ihr wisst selber, wie sehr es an den Nachrichten zurzeit hängt. Ja, das kann von einem Tag auf den anderen anders aussehen. Aber so ist die technische Analyse und danach muss ich mich im Moment richten. So, Benchmark im Endeffekt positiv. Das nächste S&P 500, ne, Future. Hier kann man zum Beispiel sehr gut sehen, welche zwei Signalformen ich handle. Das ist zum einen ein Trendfortsetzungssignal, wo ich halt, sage ich mal, die Outperformer-Aktien nehme, die im Trend performen. Und dann handle ich sehr gerne auch ein Kontratrendsignal. Und wann handle ich ein Kontratrendsignal? Nicht immer, wenn eins, weil irgendetwas in die andere Richtung läuft, sondern das ist bei mir, ihr seht die orangen Kerzen, sehr abhängig von den Volumen. Denn dort, wo das Volumen erhöht ist, passiert etwas. Nicht immer kann ich dort reagieren, weil ich wie zum Beispiel hier eine Kerze habe, wo allein in einer Sitzung so viel passiert ist, dass ich da überhaupt nirgendwo einsteigen kann, geschweige denn vielleicht in den nächsten Tagen. Aber hier zum Beispiel war wieder so ein Signal, ein Tief. Ja, wenn ich den Mut habe, dann weiß ich, wie weit weg so ein Stop ist. Und ich würde ja S&P 500 Aktien mir irgendwie aussuchen mit der richtigen Branche, die in die gleiche Richtung tendieren würden. Dann wäre das ein Countertrend-Signal. Interessant sind die Signale immer, wenn sie das zweite Mal angelaufen werden. Ja, das erste Mal ist sehr aggressiv, handle ich auch mit sehr engem Stop. Das wäre hier bestimmt kein Erfolg gewesen. Interessanter ist das zweite, weil wir kommen hier zurück, generieren an diesem Tief wieder ein erhöhtes Volumen, haben dann eine hohe Kerze und könnten hier versuchen, unter diesem Tief reinzukommen. Ja, das ist im Endeffekt das, was es möglich macht. Klar müssen wir damit rechnen, dass am 20er uns schon der Hahn abgedreht wird, ist aber nicht immer der Fall, und das weiß ich vorher auch nicht. Ja, hätte man super erwischt. Ja. Und dann lag ich mit Corona im Bett, ist auch schön. Aber na gut, der Markt hat doch wieder Neues. Was ist jetzt passiert? Ja, also wenn das Countertrend-Signal vorbei ist, dann wisst ihr ja, was ihr gesehen habt. Ja, was habt ihr gesehen? Eine dynamische Bewegung. Und wir haben hier noch keinen Aufwärtstrend. Ja, doch schon, man ist so hier so und dann haben wir hier einen Aufwärtstrend. Aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, haben wir hier eine dynamische Bewegung. Und jetzt haben wir die Korrektur. Und hier gibt es im Endeffekt immer Möglichkeiten zu gucken, okay, wir sind in der Korrektur, wir hatten hier einen Umkehrstab und hier nochmal hätte man hier einsteigen können, dann muss ich schauen, wo ist denn der Widerstand? Ja. Ja, spätestens da oder da. Und genau da ist er aufgelaufen. Also das Potenzial ist gering. Wo finde ich Unterstützung? Wo kann so ein Trend drehen? Da muss ich wieder aufs Volumen schauen oder auf die Gaps. Gaps sind ein bisschen schwieriger, weil ja der Markt S&P ist ein Future länger läuft, ne? Und deshalb kommen die Gaps überwiegend dort zustande, wo die Märkte wie Kassamärkte wie DAX geschlossen sind. Ja? Und dann eine Marktmeinung sich über Nacht verändert, eine Marktsituation und die Kasse im Endeffekt angepasst wird. Das ist für uns Aktienkäufer nicht immer positiv, eher negativ, weil wir ja nicht darauf reagieren können. Ja? Aber das gleicht sich letztendlich aus, kann ich euch sagen. So, wo ist hier eine Unterstützungsmöglichkeit? Wir schauen, das höchste Volumen ist hier. Wir haben ein krasses hohes Volumen in der Zone, ne, in dem Tief. Und das können wir uns mal einzeichnen. Und dann sehen wir, zack, wir sind genau auf dieser Zone. In Zukunft, es ist nicht deswegen dreht der Markt, ich glaube eher ans Volumen. Und diese Widerstände und Unterstützung, die dann entstehen, dass hier der Markt darauf reagiert. Das wäre eine Möglichkeit. Dann in S&P 500, wenn der Markt geschlossen ist, denn der tickt ja jetzt noch bis 22 Uhr, dann im S&P 500 Aktien mit der entsprechenden Branche nach Long Trade zu suchen. Aber Achtung, fällt diese Marke hier, sind wir ganz schnell unten bei 4000. Also ihr müsst dann raus aus dem Trade. Da kann man jetzt nicht hoffen, das geht recht zügig. Ja. Seht ja, wenn so eine Kerze durchgereicht wird, dann schmeißen viele ihre Aktien weg. Die Zeit ist risikobehafteter geworden, die Schwankungsbreite ist stärker geworden, verkleinert eure Positionsgrößen. Es tut nicht weh, wenn man sagt, ich handle nur 30% von dem Größe, was ich sonst habe. Man hat das Gefühl, man ist noch dabei, man wird nicht Unmengen gewinnen. Ja, es kann sein, dass der Markt explodiert oder ihr Short handelt und weiterläuft. Dann seid ihr wenigstens dabei. Aber ich würde in so einer Phase, wo wir extreme Nachrichtenbelastungen haben, immer vorsichtig sein. Das möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Was haben wir jetzt? Den Dow. Der überrascht mich jetzt auch nicht, ne? Hat hier eine dynamische Bewegung.
und hat hier viel hohes Volumen aufgebaut, ja, an den Umkehrpunkten in diesem Bereich. Und ihr schaut, das ist wirklich kein Hexenwerk. Das kann man in jedem Chart sehen, wie der Markt hier wieder anfängt zu reagieren. Ob er drunter geht oder drüber, weiß ich nicht. Aber ich kann darauf mir eine Möglichkeit errechnen, wo der hingeht. Ja. Bleibt der positiv, könnte er vielleicht bis hier laufen. Müsste ich in Dow-Aktien suchen, halte ich den S&P 500 für besser. Er ist ja viel breiter und nicht so gewichtet, so stark wie der Dow zum Beispiel. Was haben wir denn hier? Das ist auch ein ETF vom auf dem S&P 500, den haben wir im Endeffekt schon. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsmärkte, das ist Deutschland. Ich habe früher auch natürlich fast nur ausschließlich deutsche Aktien gehandelt, weil einfach die Gebühren gar nicht zu bezahlen waren früher. Es war so mega teuer. Und heutzutage hier bei FX Flat gar kein Problem, ja, ein Konto zu eröffnen und entweder CFDs zu handeln, ein CFD-Konto oder direkt die Aktien über Interactive Brokers in Kooperation mit FX Flat. Und dort kann man die amerikanischen Aktien günstiger handeln wie die deutschen. Also von daher hat sich das umgedreht. Ja, absolut toll zu nutzen. Was sehen wir nun hier im Tech DAX? Welche Volumenzonen sind interessant? Die leuchten hier orange auf und wie ihr seht, sind die immer auf den gleichen Zonen oft. Also da, es sind keine Punktlandungen. Also ist ja nun kein Punkt, Komma und Strich, sondern es ist eher eine Sache von Bereichen und Annahmen. So, was wir aber alle sehen und wir gelernt haben, hier ist die dynamische Bewegung. Wo ist die Korrektur? Die Korrektur fängt hier an. So. Und hier haben wir jetzt mal nach der Markttechnik gesehen, würde ich jetzt sagen, auf Tag jetzt keinen Trend. Viele streiten sich darum, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Deswegen bin ich die ganze Sache so angegangen, dass ich auf dynamische Bewegung schaue. Und nur dann interessiert mich das, ob da ein Trend vorherrscht oder nicht. Den Vorteil, den ihr daraus zieht, ist im Endeffekt, wenn ihr euch auf eine Counter-Trend-Strategie einlasst, die kann nicht immer funktionieren. Wenn ich hier drunter jetzt reingehe und handle in die Richtung, dann bin ich hier plus minus, vielleicht mit einem Teilverkauf im Plus. Aber erwische ich das hier? Dann bin ich einer der, wo man sagen kann, du hast am Punkt 1, ja, der Markttechnik ungefähr gekauft. Ja. Der Markttechniker, der müsste ja noch warten, bis ein Punkt 2 entsteht und bis ein Punkt 3 entsteht. Aber der kommt ja erst, wenn er über die 2 geht. Also der Markttechniker fängt vielleicht erst hier drüber nach anzudenken. Ich denke schon an einem noch nicht bestehenden Punkt 3 nach über Screenings und Aktien oder sogar aggressiv mit einer Counter-Strategie automatisch gescreent. In Ausverkaufssituationen. Also die Situation, da habe ich einen technischen Vorteil zu der Markttechnik, die immer verzögert kommt. Sicherlich kann man das mit kleineren Zeiteinheiten kompensieren, aber da habe ich ja gar keine Lust drauf, weil es gibt ja noch viel wichtige Dinge, als den ganzen Tag am Rechner zu sitzen. Okay, was sehen wir hier? Eine tolle Situation. Ich liebe Umkehrstäbe, das wisst ihr auch. Da haben wir zwei. Der eine ist noch, nee, der eine ist schon fertig gebildet und das auf einem Niveau, wo wir sehen darunter, ach, wir haben ein bisschen erhöhtes Volumen. Das sticht schon heraus, ne? Also das Hoch hier und das Tief ist eigentlich mehr markant als das Hoch, weil natürlich hier eine Umkehrsituation. Also hier ist mehr Support geboten. Ist noch ein bisschen weg, aber der Markt kann in dieser Zone hier reagieren. Was kann ich erwarten von dem Markt jetzt hier? Dieses hohe Volumen hier oben zeigt an und das im Endeffekt wie so eine Art Widerstandszone. Man sieht, die Kurse reagieren hier auch. Wir haben hier einen negativen Umkehrstab, wo die Kurse dann reagiert haben. Ich werde mich wohl eher in der Range bewegen. Das heißt, der Markt, wenn er da rüber geht, wird hier Tech DAX-mäßig schon mal ein Problem am 20er kriegen und hier oben zu kommen. Ist keine tolle Sache. Würde für mich bedeuten, ja, ist eine Long-Situation, aber kleinere Positionsgröße, wenn ich da mitspielen will. Also Tech DAX Aktien aussuchen und vielleicht noch eine Branche drüber laufen lassen, europäisch und gucken, wie sieht die Branche aus. Also kein schlechter Kandidat. Sieht ein bisschen aus wie der Welt-ETF als Benchmark und gar nicht so schlecht. So, SDAX, ja, hat im Endeffekt das Gleiche. Hier haben wir eine dynamische Bewegung. So eine Korrektur sieht immer unsauber aus. Kommt jetzt hier auch, macht im Endeffekt das Gleiche. Haben wir aber eine kleine Veränderung oder ich habe sie nicht gesehen beim Tech DAX, ist euch wahrscheinlich aufgefallen, wir haben hier so einen Aufwärtsgap. So, wir haben hier einen Umkehrstab, danach gab es einen Aufwärtsgap. Guck noch mal aufs Volumen. Ja, hier haben wir ein erhöhtes Volumen. So, und hier läuft der Markt jetzt rein, setzt auf an diesem Aufwärtsgap, zweimal, dreimal, viermal läuft rein, geht runter, schließt drin, geht runter, schließt drin.
keine schlechte Situation mit dieser Unterstützung. Sieht also nicht schlecht aus. Ergo, Schlussfolgerung, jetzt mal zu schauen, was sind jetzt Aktien im S-DAX, die long sind, ja, und die stark sind, die eine Trenddynamik haben, zum Beispiel. Ja, vielleicht findet man das. Auch nicht schlecht. So. Was ist denn das hier? Der Russell 2000, der Markt der Märkte, weiß ich, weil er extrem gut gelaufen ist mal. Ich zeige das immer sehr gerne. Schaut euch das mal an. Hat man mit dem Perlentower-System auch sehr gut gefunden. Aber seitdem range der sich hier einen weg vom Allerfeinsten. So, was macht die momentane Situation? Und ihr seht hier ganz toll, wie man das wirklich auch einschätzen kann, wo die Bereiche sind, wo man kaufen könnte und wo man halt die Finger davon lässt, wo es dünner wird, wo man aufpassen muss. Und hier sehen wir eine dynamische Bewegung, ist schon ein bisschen unterbrochen. Jetzt geht die dynamische Bewegung eher nach unten. Das heißt, jetzt gucke ich mir an, was macht denn der Markt in so einer Situation vom Volumen her? Muss ich mal gucken. Da, das ist das hohe Volumen und wird dann etwas niedriger. Weiß nicht direkt, wo er hin will, geht hier hoch. Ist ein Seitwärtsmarkt, würde ich zurzeit gänzlich die Finger von weglassen, weil das hohe Volumen darauf hindeutet, dass hier schon wieder Feierabend ist. Russell weg, ist nichts. Short hätte ich hier eine Begrenzung hier unten, wird aber im Moment nicht gespielt, weil er eher auf der Long-Seite unterwegs ist. So, weg. Das ist nochmal ein Russell, der sieht ein bisschen anders aus. Ja, bei dem empfinde ich es schon etwas besser. Ich weiß nicht warum, sieht fast genauso aus, aber der hat etwas weniger, hat sehr, sehr viel Volumen aufgebaut hier unten. Hier wurde sehr viel aufgekauft, was andere ängstlich abgegeben haben. Der Markt hat immer wieder reagiert darauf und macht das Gleiche nochmal. Könnte man Russell 2000 Aktien sich suchen, würde immer vorher eine Branche drüber laufen lassen, um auch wirklich die Branchen zu nehmen, die im Moment top sind. Auch nicht schlecht. Was haben wir jetzt? Nasdaq, naja, das sieht auch nicht so viel anders aus. Dynamik haben wir. Einen Unterstützungsbereich, doppelten Unterstützungsbereich bei hohen Volumen in dieser Zone. Klar, der Markt setzt hier auf, ist positiv. Könnte man Nasdaq 100 Aktien screenen und das hier in die Long-Richtung handeln? Das heißt, ich handle ja nicht den Index, sondern suche mir dann Aktien aus, die auch natürlich wieder über die Branche laufen. Da können wir gleich mal einen Blick drauf werfen, welche Branchen das sein könnten. Ist ja schon interessant, ob ich eine Bio-Aktie kaufe oder ob ich jetzt irgendwie eine Technology-Aktie kaufe. Was haben wir noch? Euro-Stocks, ja, auch nicht schlecht, ne? Ist ja auch ein ETF hier, man sieht es ja von BlackRock. Der wurde hier unten massiv aufgekauft, bei hohem Volumen, nach oben an die Widerstandszone, nach unten wieder rein, hier hohes Volumen. Ja, da sehen die anderen mir aber besser aus. Ja, vom Russell her zum Beispiel oder so. Oder TechDAX, würde ich jetzt nicht hier nehmen. DAX ist eigentlich genau das Gleiche. Wir kommen vor allen Dingen immer weiter runter im Ranking. Geht das hier mal auf, wenn ich hier drauf drücke? Ah, geht auf. Im Ranking immer weiter runter. Deshalb nehme ich ja nur die Sachen, die weiter oben sind, ne, von der Trenddynamikzahl. Öl hat ja jetzt mal auch sein Pulver verschossen. Ja, sagen wir mal so. Und wer hier unten eingestiegen ist, der muss ja wissen, dass der Kurs hier reagieren kann. Und da ist Hoffen immer verkehrt. Man sagt, man kann bis da oben gehen. Da muss man dann auch mal Gewinne mitnehmen. Ja. Das macht es auch einfacher beim Handeln, kann ich euch nur sagen. Jetzt kommt der Kurs zurück, haben wir hohes Volumen. Im Future ist das nicht ganz so signifikant mit dem Volumen, aber man sieht hier ein starkes erhöhtes Volumen. Dort am Tief diese riesen Megakerze hier. Reagiert drauf, sinkt drunter, wieder drüber, reagiert wieder drauf, reagiert drauf, reagiert drauf, reagiert. Jetzt drüber mit einem Gap, Aufwärtsgap, wenn das so bleibt, läuft dann noch der Markt. Dann wäre das nicht schlecht, für bis hier ran in die Zone hineinzugehen, eventuell noch mit Ölaktien das umzusetzen. Was haben wir jetzt noch? MDAX mag ich auch. Sieht fast genauso aus wie TechDAX und so weiter, hat aber einen Nachteil. Hat am oberen Bollinger Band diesen Touch nicht gemacht. Ne? Läuft dynamisch hoch, ist okay. Ich sehe es aber ganz gerne, wenn er hier oben nochmal drüber geht und dann zurückfällt. Hat aber hier auch eine
welche Zone, wo er zurückfällt, ist im Endeffekt das Gleiche. Aber wenn ich das Gleiche habe, nehme ich zum Beispiel einen TecDAX, weil der höher bewertet ist. DAX Future ist auch nichts Neues. Und dann sind wir beim CDAX, den hatten wir am Anfang, die Gesamtheit der Märkte, sind wir soweit durch. Ich habe gesagt, zum Beispiel amerikanischer Markt, schauen wir mal uns die US-Sektoren an. Da sind sie sortiert, ja. Ist ja auch nicht verwunderlich, wenn das Öl oben ist, dass man dann auch zum Beispiel das Ölsegment hier oben findet. Ja, Öl-Equipment ist weit oben, leuchtet alles grün. Das sind hier die Loser der Nation. Die bräuchte ich, wenn ich Long Trades mache, für eine trendfolgende Strategie nicht anzufassen. Für einen Umkehr, für sogenanntes P3-Ausverkaufssignal, was man hier sieht, wäre es dann eventuell interessant, wenn da was aufleuchtet. Haben wir aber nicht. Muss ich also nicht gucken. Deshalb würde ich mich jetzt eher für den Long-Kandidaten auseinandersetzen. Das wäre Öl. Ja, hatten wir ja. Utilities, Energy und so weiter. Und dann zu schauen, was ist hier in der Korrektur unterwegs einigermaßen. Das wurde mir sonst angezeigt, hier ein Signal, wenn der Markt in einer etwas längeren Korrektur wäre. Ist nicht. Also ist eher seitwärts. Ich finde den Bereich Healthcare ganz interessant. Und wenn wir uns das mal anschauen, Healthcare, ja, dynamisch, kommt auch wieder dynamisch zurück. Hier ist der Widerstandsbereich. Vielleicht finde ich eine Healthcare-Aktie, die das im Endeffekt mit mir spielen könnte. Wie kann ich das machen? Ich habe hier den Screener US und schaue jetzt, gehe jetzt hier rauf bei mir zum Dings und schaue mir mal die US-Sektoren an, da sind sie, und schau mir mal den Healthcare an. Wo sind sie denn? Da unten. Zack. Dann sollten die normalerweise da reingeladen werden. Das macht der Agena Trader. Könnt gerne mal auf meiner Homepage lesen, tradercoach.de. Das dauert jetzt hier relativ lange. Das haben wir im Internet automatisiert. Das ist relativ easy zu sehen. Das könnt ihr euch gerne mal durchlesen bei mir auf der Homepage, was ich damit meine. Das macht die Sache recht komfortabel. So, dann sortiere ich das hier mit dem Agena Trader genauso in der Liste wie sonst auch und habe hier so eine starke Aktie. Ja, so, alle, die hier oben sind, sind Outperformer. Die grünen leuchten auf der linken Seite, dort, Outperformer Tag. Die rechten, die hier, das sind zwar, obwohl die Branche super ist, sind die Loser. Also wenn ich hier mal draufklicke, ich weiß nicht, was das hier ist. Massimo-Aktie wäre jetzt nicht der Brenner gewesen, wenn ich jetzt eine Long-Strategie handeln will. Also eine Trend-Long-Strategie. Ja, vielleicht mit einer Counter-Trend-Strategie, aber da habe ich die nicht auf dem Schirm, ne, in dem Moment. So, schauen wir mal, was oben unterwegs ist. Was haben wir denn da? Ja, also wenn man dort drauf sitzt, man sieht die Einstiegssignale, wann die erfolgen, nach einem gewissen Rhythmus. Und das wäre dann so ein P1-Signal. Man sieht sogar hier unten noch den Einstieg. Der wäre ein bisschen teuer gewesen. Ob ich den in der Realität gemacht habe mit dem Trendwissen und so weiter, mit dem Tradingwissen? Nein. Aber der wäre schon möglich gewesen, Teilverkauf hier. Und ob der dann weitergeht, weiß ich nicht. Man sollte vielleicht dann hier oben reagieren. Schauen wir mal, auf eine Aktie finden, die in der Korrektur ist. Was habe ich denn hier? Die hat auf jeden Fall einen Umkehrstab nach oben. Das ist der hier. Der weiße, so wie ich den verstehe, der tickt ja noch, der Chart, wäre jetzt kein Trade für mich. Mal noch jemand, der überhaupt in der Korrektur ist bei den Aktien heutzutage? Nö, so richtig nicht. Kannst du auch nochmal nach oben ziehen, den P1? Nee, passiert. Wenn einzelne Aktien nicht nach oben tendieren, nach unten tendieren, also wie Korrektur, dann kriegt man halt keinen Trade. Das ist halt so. Wenn ich das hier sehe, dann sind halt die Aktien noch nicht fertig. Oder ich habe den Tag jetzt heute versäumt. Ihr müsst euch ja wahrscheinlich screenen, ja nicht nur, wenn ihr jetzt hier beim Webinar mit dabei seid, sondern es passiert ja im Endeffekt als täglicher Prozess. Das geht halt relativ schnell. Und das ist das, was ich meine. Wenn ich in einem Marktindex nach 5, 6 Tagen darauf warte, dass ich einen Trade eröffnen kann in einer Korrektur, dann wird das recht schwierig sein. Ihr müsst euch vorstellen, wenn die Branche oder der Index Nasdaq zum Beispiel schon 5, 6, 7, 8 Tage gestiegen ist und ihr findet jetzt eine Aktie, die in der Phase, wo der Gesamtmarkt um 6 Tage schon gestiegen ist, dort aber in einer Korrektur ist, dann muss ich mir ja fragen, was ist in der Aktie passiert, warum hatten die da nicht mitgemacht? So korreliert zum Beispiel nennt man das, wenn sie im Gleichlauf mit dem
der Benchmark oder Index ist. Kann man machen, man muss aber wissen, wenn der Gesamtmarkt dann anfängt nach 5, 6 bis 8 Tagen oder so, irgendwann mal anfängt zu korrigieren, das ist natürlich auch meine Aktie, die ich in der Korrektur gerade kaufe, am Hoch des Index quasi, eventuell das mit wegspült. Und das macht es recht ungünstig. Also so gehe ich hierbei vor. Würde ich jetzt Healthcare einfach mal beobachten. Schaut euch das an, das ist auch nicht so verkehrt. Wenn ich den Einstieg hier unten nach einer dynamischen Bewegung aus der Korrektur kriege, dann kann ich hier auch mal einen Fehltritt hinlegen, bin aber das zweite Mal dabei, weil das Volumen da hoch ist. Und dann ist der Einstieg hier nicht so verkehrt. Das muss ich wissen. Und dann immer in Branchen unterwegs zu sein, die gut laufen. So, Lorenzo, jetzt bist du dran. Eure Aktien. Könnt ihr reinschreiben bei den Fragen. Wir haben noch 10 Minuten. Schauen wir uns die mal an. Wo packe ich die denn mal rein, die Aktie? Ich füge die mal hinzu. Ich muss das hier mal ein bisschen breiter machen, damit ich was lesen kann. Plus Bechtle ist ja, BC8. Genau. Ist auch, kann man schon bei Wetten, das anfangen, dass man die ganzen Kürzel weiß. Ich kann euch beruhigen, ich weiß nicht alle Kürzel. Ah, schönes Beispiel. Na, Lorenzo, die Bechtle-Aktie ist ja wirklich ein cooles Beispiel. Erstmal gehört Bechtle, glaube ich, zum TecDAX, wahrscheinlich auch noch zum einen anderen. Da gibt es ja Überschneidungen. Halte ich persönlich nicht für sinnvoll, dass man eine Aktie einerseits in TecDAX packt oder dann zum anderen noch in MDAX und vielleicht ist sie sogar noch im DAX. Das ist ja völlig bescheuert. Aber na gut, gibt es jetzt, ist so, ist aber auch Wurst, ist im TecDAX, spielt sie ja da auf jeden Fall mit eine Rolle. So, was haben wir hier? Widerstand und Unterstützung. Was sehen wir hier? Dynamische Bewegung wirklich bis da oben ran gemacht und deshalb ist es immer toll, wenn man auch sagt, ja, ich habe ein großes Ziel, das geht vielleicht bis 77, weil ich es gelesen habe. Nee, ihr müsst den Chart versuchen zu lesen und dort richtig strategisch euch zu positionieren, entweder hier einen Teilverkauf zu machen, ganz verkaufen, abzuwarten, Wiedereinstieg. Ja? Wenn ihr eine gute Aktie habt und die erstmal losläuft, dann müsst ihr ja auch nicht jeden Tag screenen. Dann kann man die ja handeln und dann sagt man der Markt ein, wann ich wieder aussteige und dann versuche ich reinzukommen. Klappt nicht immer, aber man muss deshalb nicht jeden Tag screenen. Wenn man einen Pool hat von 20 Aktien, die man long handelt und man fliegt raus, kann man den Einstieg dort wieder probieren oder man sucht sich eine andere. Was haben wir hier? Den Rücklauf, auch sehr dynamisch. Es könnte also auch ein Beginn sein, dass der Markt wieder nach unten geht. Jetzt muss ich gucken, passt das zu einer Counter-Trend-Strategie oder ist es meine Trendstrategie? Carsten, bin ich denn zu hören, lieber Teilnehmer? Der Markt ist immer noch in der Lage, etwas seitwärts zu laufen. Wo würde ich ein Target hinpacken? Das ist schwierig, weil wir haben ja den Verlauf schon hier. Der könnte hier wieder ins Stocken kommen. Deswegen ist das Risiko schon recht hoch. Wenn man diesen Trade machen will, reinkommen möchte, dann weniger Positionsgröße. Ihr habt relativ viel dagegen sprechend, auch diese Widerstandszonen hier. Es kann natürlich passieren, dass er bis hier oben durchläuft. Ja, wo er anfängt zu haken, ist der 20er, der anfängt sich jetzt hier zu drehen. Und mit der Zeit gibt es wahrscheinlich irgendwelche Kerzen und dann drehen die sich hier rein und wir kommen wieder in diese Volumenzone und das kann vorbei sein. Wenn ich weiß, dass das nicht sicher ist, also sicher ist ja sowieso immer relativ, dann bitte weniger Positionsgröße, kann man nicht auf den Nuke sagen, und ein engeres Target vielleicht und einen Teilverkauf machen. Ja. Die Phase ist ja auch gerade nicht so einfach. Ernst, der Ton war kurz aus, es tut mir leid. Ich denke mal, der Ton wird auf der
Das ist ja nur kurz Ja, gewesen. offensichtlich war das aber allgemein, weil ich hatte auch Tonprobleme und Okay. ich glaube, die Software hatte mit dem Server wohl leichte Probleme Das gehabt. ist ja Aber ja, unverschämt. allerdings, das werden wir aber dann in der Aufzeichnung sehen. Aber jetzt funktioniert Genau. Gott sei Dank wieder alles. Ja, super. Ja, also, ihr habt mir eine Aktie genannt. Ihr könnt jetzt noch eine nennen, ansonsten haben wir jetzt hier noch 5 Minuten. Wir können ja dann Wenn theoretisch sagen. keine Aktie kommt, dann habe ich eine, die war ja Ja. diese Woche in aller Munde und auch schon letzte Woche, Twitter. Elon Musk, sage ich dann zu. Weißt du, es Kürzel TWTR, TW, ne? genau, korrekt. TWTR, ey, ich habe wirklich noch ein paar Dinger im Kopf hier. Ist nicht alles weggegangen durch Corona. Sehr gut. So, spannend. Also News machen definitiv Nachrichten. Da kann man immer nur sagen, ein Glück ist man in so einer Aktie nicht short gewesen. Deswegen immer vorsichtig, so eine News kann am nächsten Tag, wenn man sagt, man ist hier short, aha, ich lasse mal den Stop weg und zack, gibt es eine Nachricht, dann befindet man sich 20% höher. Das tut dann doch schon weh im Konto, weil der Stop nämlich nicht hier irgendwo da liegt, sondern dann hier ausgeführt wird. Das ist natürlich teuer. Also immer vorsichtig sein. Was sehen wir hier? Ein Gap. Das ist ja wohl nicht zu übersehen. Ein Aufwärtsgap. Ja, da, zack. Das ist immer der Zwischenraum, den man sieht zwischen den Hoch und Tief. So definiere ich Gap einfach zu sehen im Chart. Und hohes Volumen. Das ist ja auch wirklich krass, wie das nach oben geht. Und dann geht irgendwann die Luft aus. Wir sehen auch hier schwarzes Volumen bedeutet schwarze Kerze. Ja, ich kann das auch rausnehmen, dann sieht man das. Wie der Markt über diese Wochen Widerstand hinausgeht und dann geht die Puste aus. So. Und die Frage ist immer, muss ich dann, wenn man da in der Situation ist, jetzt noch hier auf Tagesbasis einsteigen? Das kann man auf Intraday-Basis gerne probieren. Da kann ich mein Risiko besser steuern mit engeren Stops. Auf Tagesbasis ist das so riskant. Jetzt hatten wir dynamische Bewegung mit einem Gap. So, jetzt ist der Markt ja, kurz mal reagiert hier, läuft rein, reagiert an der oberen Kante des Gap so und sieht eigentlich auch nicht so positiv aus. Was haben wir jetzt? Diese Unterstützungszone. Also ich rechne mal ganz fest damit, dass der Markt, in dem Fall die Twitter-Aktie, da kommt hier so der 20er angerauscht, nochmal etwas tiefer gehen wird bis um die 40. Vielleicht trifft auch die Kante da unten. Was ich aber sehen möchte, ist, dass wenn der Markt hier runterläuft, dass es nochmal zu einem erhöhten Volumen und jetzt aufgepasst an einer negativen Kerze kommt. Ja. So was hier zum Beispiel. Ja. Geht runter, macht einen Umkehrstab. Das Volumen, das ist natürlich jetzt verzerrt, weil hier so eine fette Volumenbalken herrscht. Das Volumen im Endeffekt negativ ist und dann eine positive Kerze wie in Form eines Umkehrstabes kommt. Also tendenziell ist die ganz klar long gerichtet. Ich habe aber noch kein Einkaufssignal in Form eines Umkehrstabes oder eines Stabes, der ein neues Tief macht mit einem erhöhten Volumen. Warum? Ist es wichtig? Warum achte ich darauf, dass das Volumen hoch ist, wenn eine negative Kerze mit einem neuen Tief ist? Weil wir ja als Otto-Normalverbraucher ja im Endeffekt, wenn eine Kerze mega schwarz ist, so wie die hier, ja, wir sehen die weiße nicht. Ich schiebe die mal an den Rand, dann kann man sich das ja vorstellen. Ihr guckt am nächsten, am dem Tag, guckt ihr auf den Chart. Und jetzt möchte ich den sehen, der sagt, yeah, ich steige hier einfach ein. Das kann man natürlich machen mit jeder Strategie, wenn es geht, aber emotional muss es ja Leute geben, die sagen, das ist genau mein Ding, mein Preis, ich gehe mal rein. Und da brauche ich extrem hohes Volumen, weil das war ja vorher schon hoch, damit das, es wird noch niedriger werden und dann nochmal so ein kleiner Peak, der höher ist als das davor. Das ist wichtig, dass das Volumen an einer abverkaufenden Kerze, ich habe dazu eine Statistik gemacht, die ist mega interessant, höher ist als das, was von dem Weißen kommt. Viele propagieren das andere, es funktioniert aber sehr gut auch so. Und wenn ich jetzt eine weiße Kerze sehe, dann habe ich ja die Möglichkeit, dann zu sagen, okay, das tickt ja jetzt im Moment noch, wie verhält sich diese? Schließt der da drüber, dann kann ich mir vorstellen, dass der Markt nochmal nach oben geht. Kann ich hier drunter einen Stop setzen und kann das die Oberkante von diesem Gap als Unterstützungsbereich werden. Interessanter wäre es für mich, der läuft nochmal runter und dann werden wir sehen, wie er hier vielleicht mit einem Umkehrstab reagiert und am Vortag vielleicht nochmal ein Tief macht mit einem höheren Volumen. Wäre jetzt so mein Ding. Ist immer das Gleiche im Endeffekt, ne? Volumen, Gaps,
Unterstützung. Und die Kerze, wie sieht die aus? Ist also jetzt kein Hexenwerk. Und ein bisschen Outperformer-Vergleich, okay. Ich hoffe, der Ton ist noch da. Ja, du Okay. bist zu hören. Perfekt. Mache hier jetzt auch Dann eine bin Punktlandung. ich Punktlandung, oder? Und das in der Verfassung. Aber ich merke, das habe ich gebraucht wahrscheinlich, damit es mir besser geht. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall schön, dass du wieder da bist. Das Webinar war wieder sehr interessant. Mir macht das Spaß mit dir hier, die Webinarreihe. Und habe mich natürlich auch gefreut, dass wieder einige dabei waren. Und ja, ich freue mich auch schon auf den nächsten Termin, 11.05., wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann geht Ganz es dann korrekt. wieder weiter hier mit Perlentauchen. Hier sieht man nochmal die neue Webseite. Schauen Sie auf jeden Fall nochmal drauf. Ich verabschiede mich schon mal, wünsche natürlich noch, ja, morgen noch einen erfolgreichen Handelstag. Freitag dürfen wir alle mal die Börse sein lassen und ein bisschen entspannen. Und dann geht es Montag zumindest in Amerika dann auch weiter. Deshalb wünsche ich auch eine, ja, schöne Ostertage und bleiben Sie gesund. Und Carsten, du hast das gerne das Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Ja, was soll ich sagen? Gesund bleiben auf jeden Fall, gerade jetzt über die Feiertage. Genießt die schöne Zeit mit Familie. Ich kann nur sagen, es ist so viel wert, wenn man mal wieder rausgehen kann an die frische Luft. Habt Spaß, passt auf eure Positionen auf und schaltet mal wieder ein. Und eins habe ich noch. Wenn ihr Lust habt und nichts versäumen wollt, könnt ihr mit eurem Handy zum Beispiel diesen Code abfotografieren und ihr landet direkt auf meinem YouTube-Kanal. Auch mal schön. Natürlich gibt es die Aufzeichnung auch bei FX Flat, aber es schadet ja auch nichts, wenn man beide Kanäle zum Beispiel abonniert. Und da würde ich mich sehr freuen, Leute begrüßen zu kommen. Da wird sehr, sehr viel mehr kommen. Da wird kostenlose Ausbildung kommen, Videos kommen und so weiter. Also es wird sehr, sehr spannend. Prima, auf jeden Fall. Also, bis dahin, Dankeschön.